Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies 2. Schnapp dir deinen Ghetto Blaster, die Seite B der Neon Mixtape Tour ist da. Wunderbar, das bedeutet, es geht heute wieder weiter. Leider nicht mit den Challenges, weil das Update ist schon da. Aber wir wissen ja, wenn wir das hier durchgespielt haben, dann wird es wieder richtig lange dauern, bis es wieder weitergeht. Weil wir müssen dann mindestens einen Monat, schätze ich mal, wieder warten. Bisher war es zumindest meistens so, bis die neue Welt kommt. Mal gucken, wie lang es dauert. Ich bin gespannt, aber jetzt haben wir erstmal wieder was zu tun mit neuen Level. Aber vorher Piñata Party. Gucken mal, dass wir weiter schön unsere Piñata Party machen. Dadurch vielleicht den ein oder anderen Diamanten bekommen. Weil vielleicht gibt es ja jetzt schon eine neue Diapflanze. Wenn nicht, vielleicht bald. Und das können wir doch sicherlich ganz gut gebrauchen. Okay, wir bekommen Bömmchen. Und wir bekommen Zitraten. Das ist gut. Das ist gut. Das mal dahin. Das machen wir mal dahin. Da warten wir noch. Dann kann die jetzt schon mal anfangen, hier Grabsteine wegzumachen. Machen wir vielleicht den nächsten schon mal dorthin. Sehr schön. Ich finde es gut, dass die Grabsteine wirklich tatsächlich One-Shot macht. Finde ich schön. So räumen wir relativ gut auf. Wer weit genug vorkommt, dann trifft es den und nicht den Grabstein. Wunderbar. Sehr schön. So. Wir bekommen Düngerpflanzen. Es ist gut, aber momentan habe ich die Pflanze noch nicht auf den Düngerfeldern. Das kann jetzt ein Nachteil sein, das kann aber auch ganz okay sein. Soweit müssen wir mal gucken. Bin mir sicher, wir bekommen noch sehr, sehr viel mehr neue Pflanzen. Ich würde tatsächlich die hier, die Bömmchen, auf die Dünger legen. Da haben wir nämlich dann mehr davon. Da haben wir nämlich ganz viele Bomben auf dem Feld. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Machen wir gleich mal. Zack, bumm. Zack, bumm. Oh, schön. Ich finde das toll. Oh, wir sind voll mit Dünger. Gut. Jetzt sind wir schon wieder voll mit Dünger. Wahnsinn. Also da bombt es jetzt einiges weg. Schon wieder voll mit Dünger. Wir werden ja mit Dünger überhäuft ohne Ende. Und schon wieder voll mit Dünger. Wow. Also das Level wird hier ziemlich einfach werden. Ich sehe schon, Also hier müssen wir uns jetzt definitiv nicht anstrengen. Merke ich schon. Wird eine ziemlich einfache Geschichte werden. So. Was soll ich sagen? Es ist, ich finde das Level witzig, wenn man so diesen Bömmchen- und Dünger-Overflow nimmt. Machen wir da mal hin. Will da die hinten auch mal ein bisschen fördern. Schau dir das an. Das ganze Feld ist voll mit Bömmchen. Das ganze Feld. Also nicht alles, aber fast. Also wenn man diese Piñata-Party von heute nicht schafft, dann glaube ich es aber. Also wenn ihr sagt so, boah, ich habe keinen Bock auf Piñata-Party, die sind oftmals so schwer. Schaltet sie heute ein. Guckt euch das an. Schwer war die heutige Piñata-Party definitiv nicht. 100 Münzen, ein Powerstromstoß und 5 Edelsteine. Hat sich ja wieder gelohnt. Ja, wir haben es natürlich jetzt relativ einfach gemacht, weil wir haben wirklich alle Dünger benutzt. Wir hätten natürlich auch die Dünger nicht so stark benutzen können, aber ich mag das in den Piñata-Partys da gerne mal ein bisschen zu übertreiben, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat. So, okay. Gucken wir mal. Mission erfüllt und auch im Garten müssen wir reingucken. Oh, oh. Seht ihr, was das ist? Seht ihr, was das ist? Ich glaube, diese Pflanze kennen wir als Pflanze gegen Zombies 1. Hm. Penny, riechst du das auch? Riecht irgendwie lecker. Nein, Benutzer Dave, meine Sensoren melden nur Breakdance-Zombies. Aber irgendwie nehme ich doch eine Note von Knoblauch wahr. Ach, schön. Knoblauch. Schön. Okay, wir müssen aber jetzt erstmal diese... Das ist ein neuer Zombie dabei. Lass mal diese Welt spielen. Ganz gerne würde ich wieder die Pflanze nehmen, die wir hauptsächlich schon hier für diese Welt bekommen. Und sonst eher weniger etwas. Ich würde aber mal ein bisschen eine andere Taktik diesmal bevorzugen. Mal gucken, ob das denn funktioniert. Dafür brauchen wir noch das hier und wir nehmen die hier mal noch mit. Na, wir nehmen das hier noch mit. Und dann geht's. Los geht's. Würde nämlich gerne hier eine Taktik austesten, die ich mir letztens schon gedacht habe, dass die ganz witzig wäre. Vor allem, als wir den fette Beta-Erfolg gemacht haben. Haben wir den fette Beta-Erfolg jetzt überhaupt bekommen?
Nee, ich glaube, ich hätte festgestellt, ich darf gar keine Sonnen ausgeben, oder? Haben wir den jetzt? Ich muss echt mal gucken, ob wir den Fettebit-Erfolg jetzt haben. Ansonsten müssen wir den nochmal machen. Aber das können wir ja auch machen, wenn wir mit der Welt durch sind, weil dann dürften eigentlich schon wieder neue Erfolge dazugekommen sein. Und dann sehen wir das ja, ob wir den Fettebit-Erfolg jetzt eigentlich haben oder nicht. Ich glaube aber, wir haben ihn bekommen. Aber ich weiß es gerade echt nicht sicher. So. Schauen wir mal. Aber ich merke gerade, ich habe einen Denkfehler drin. Der Art und Weise, wie ich es eigentlich machen wollte. Wollte die nämlich einfach immer die Lane lang schicken, aber es geht ja nicht so, wie ich es vorhatte. Da brauchen wir dann tatsächlich den Knoblauch für die Taktik, die ich vorhatte. Verdammt, siehst du mal. Siehst du mal. Voller Denkfehler. So, hier machen wir mal den Helm von dem weg, da geht das alles ein bisschen schneller. Macht der hier eigentlich irgendwas Besonderes? Ich habe keine Ahnung. Na, der ist nur rumgesprungen, ne? Wow! Wow! Wow, 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 wow! Alles mal zurück. Alles mal zurück. Alter Schwede! Was ist denn hier los? Der schickt Wichte raus. Wie gemein ist das denn? Ja, da müssen wir ganz schön Trouble machen. Da müssen wir ganz schön Trouble machen, dass das anständig hinhaut. Ja, aber hat gut funktioniert. Wunderbar. Und ein Diamant. Yippie! Sehr schön. Ach, der schubst die Zombies generell dann vor. Wie gemein ist das denn? Wie fies ist das denn? Okay, wir schaffen das schon, wird eng, aber wir schaffen das. Ich kann halt aktuell noch gar kein Nüsschen setzen. Okay. Ich glaube, wir müssen bald wieder zurückschicken. Komm. Oh, oh. Nein, noch nicht du. Oh, ich will die zurückschicken. Alle zurückschicken. Aber sofort. Die haben mir hier das weggeklaut. Oh, wow. Also ich merke schon, ist gar nicht so einfach. Aber wir kriegen das hin, Alles kein Problem. Wir kriegen das hin. Hier vielleicht das mal dahin packen. Dann nochmal ein bisschen mehr Schaden auf diese Lane legen. Da eine Stupspflanze hin vielleicht. Oh, wird er down gehen? Der wird nicht down gehen, aber vielleicht geht er so down. So geht er down. Oder geht er dann down? Geht er noch? Na ja, er ist down. Okay. Eieieiei, was das für ein Level? Das ist ja grausam. Er hat die da drüber geschubst. Habt ihr das gesehen? Alle drüber geschubst worden. Nein! Oh, wow. Okay, wir müssen da mit anderen Pflanzen arbeiten. Ich sehe schon kommen. Wir müssen mit ganz anderen Pflanzen arbeiten. Oder wird jetzt der Rasenmäher drüber rödeln? Aber sowas von wird er da jetzt drüber rödeln. Außer wir können noch irgendwas dagegen machen. Wie zum Beispiel zurückschicken. Was da leider nichts mehr geholfen hat. Zurück aus der Zukunft 3. Also, dass wir 3 diese Pflanzen wahrscheinlich verwendet haben, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine ganz schön stressige Pflanze, muss man sagen. Quietscht der mit den Schuhen? Oh, wie cool ist das denn? Ja, der quietscht mit den Schuhen. Das ist cool. Komm, wir haben Dünger. Flump! Ha! Und der wird explodieren. Okay, die sind stressig, die Zombies. Die sind stressig. Und hier haben wir ihn auch schon. Oh, wie cool! Ich finde das toll. Ja, ich lasse mich aber überraschen, was sonst noch für Pflanzen in dieser Welt kommen, weil, das sehen wir dann, wenn wir so weit sind. Also wenn wir dann in den entsprechenden Level angekommen sind. Deswegen scroll ich auch gar nicht weiter nach rüber, um das zu sehen. Weil das wird mir dann schon wieder verraten, welche Pflanzen wir bekommen. Und das will ich nicht, interessant wird es, wie wir das kombinieren können jetzt. Weil ich habe klar eine Idee im Kopf. Komm, wir nehmen die heute mal wieder mit. Diese Pflanzen, der Knoblauch ist von Haus aus mit dabei. Ja, wir sehen halt hier unten schon, welche Pflanzen dazu kommen. Das ist immer so gemein, finde ich zumindest. Ich finde es immer ein bisschen fies, dass man das so vorher leider schon sieht, welche Pflanzen da noch kommen. Schade eigentlich. Wir nehmen mal noch die hier mit.
Schauen wir mal, wie wir das Level bestreiten. Könnte auf alle Fälle interessant werden. Knoblauch ist eine coole Idee, weil ich würde da tatsächlich jetzt versuchen, die Zombies in eine gewisse Bahn zu lenken. So, dass sie durch die fette Beete durch müssen. Stell ich mir zumindest ziemlich witzig vor. Dafür müssen wir halt jetzt überhaupt erst Pflanzen setzen können, ne? Können wir halt noch nicht. Wir könnten aber die alle zurückschicken. Bis dahin hätten wir theoretisch genug Sonnen zusammen. Theoretisch. Ah, ich muss die zurückschicken. Da komme ich gar nicht drum rum. Ja, aber es dauert noch ein bisschen, bis wir zurückschicken können. Das ist das Problem. Verdammt. Muss ich doch die Pflanze einsetzen? Na. Ist zu langsam. Viel zu langsam. Und den einen Dünger verliert. Nein, ich wollte gar nicht diese Pflanze setzen. Verdammt. Die hier wollte ich setzen. Oh, gut. Ah, wir haben trotzdem Rasenmäher verloren. Verdammt. Oh, da war ich zu langsam. Eindeutig zu langsam. Will halt den Zombie hier zum Beispiel umlenken. Das wird noch nichts. Noch nichts. Noch wird's nichts. Und den müssen wir auch umlenken, dass der auf eine andere Lane rüber geht. Genau, hier rüber. Da wird er nämlich von den beiden beömmelt. So stelle ich mir das vor. Wird noch nicht ganz funktionieren. Das dauert noch ein bisschen. Hab sowieso falsch gemacht. Ich hätte die auf anderen Lanes packen sollen. Eieiei. Das ist, da haben wir jetzt ziemlich viel Quatsch betrieben. So sollte das nicht sein. Das heißt, wir müssen am Anfang erstmal ein bisschen anders arbeiten. Ich sehe das schon. Gott, das sind die DJs auch dabei. Oh, das wird so wehtun, dieses Level. Das wird so wehtun. Ja, das wird wirklich wehtun, das Level. Das wird es definitiv. So. Lenkdistel ist viel zu teuer. Die werden wir gar nicht benutzen können. Das sehe ich jetzt schon kommen. Magneten nehmen wir nochmal mit. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das Level so bestreitbar ist. Das wird schwierig. Das wird eine sehr, sehr harte Nuss werden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Die Frage ist nur wie, aber wir schaffen das irgendwie. Es ist ja toll, dass wir jetzt schon die setzen können. Das bringt mir jetzt halt leider noch nichts. Könnten die dann hier explodieren lassen. Den könnte man noch so wegmachen. Wenn die ersten Zombies so aus der Welt räumen. Hier schon mal in die Mitte anbringen. So. Davor dann den Knoblauch, weil an der Lane darf dann keiner stehen bleiben. Den schaltet schon mal so aus. Dann werden wir aber nochmal rückgängig machen müssen demnächst. Wir haben auf alle Fälle einen Dünger bekommen, das ist gut. Den schalte ich mal so aus. Mal gucken, gucken, gucken und wir können zurückschicken. Es war kein Dünger dabei, das ist gut. Das ist super, wenn noch kein Dünger dabei war. Aber wir haben halt noch sehr, sehr wenig Sonnen. Das heißt, im Moment ist es noch relativ schwierig, diese Level zu bestreiten. Ich merke schon. Weil die können wir so ausschalten. Die fette Beete hier schon mal hin. Mal gucken. Knabbert die da jetzt? Aber die macht den ja kaputt. Die knabbert ja nicht dran. Das ist ja das Problem. Mal hier kurz mal dahin packen, dass der schon mal verschwindet. Ich weiß nicht, ob das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren wird. Wir sollten auch demnächst wieder zurückschicken, was wir aber aktuell noch nicht können. Weil die Pflanze noch nicht ready ist. Das heißt, wir werden diese Lane hier verlieren, also werden wir hier jetzt einen Rasenmäher drüber fahren lassen. Oh, das ist alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Ich merke schon, dass die Taktik geht nicht zu 100% auf. Die haben jetzt schon wieder so viele Pflanzen zerstört. Ich glaube, wir arbeiten nicht mit diesen fetten Beeten und Co. Das ist Quatsch.
Das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch. Mit diesen Pflanzen brauchen wir echt nicht arbeiten. Ich glaube, wir müssen mal wieder mit Pflanzen arbeiten, die Schaden machen von vorne. Fette Beete und Co. ist eigentlich ziemlich cool, aber ich merke, dass das momentan nicht 100%ig das ist, was ich möchte oder brauche oder was auch immer. Das heißt, wir werden, glaube ich, aber nochmal mit den Sonnenpilzen arbeiten. Und dann mit Pflanzen, die nicht so viel brauchen, um sie nutzen zu können. Da können wir die noch mit ins Boot holen. Die Stupspflanze würde ich definitiv mit reinnehmen, weil sie ist gut, keine Frage. Die rückwärts auch nochmal. Ja gut, jetzt gucken wir mal. Vielleicht klappt es so. Das ist schwierig, das ist so schwierig. Also der Schwierigkeitsgrad dieser Welten ist echt krass. Ich meine, gut, wir können halt schon mit den Power-Ups dann nochmal arbeiten. Wir hätten jetzt noch zwei, die wir haben. Ansonsten müssen wir ein bisschen Gold ausgeben. Also das ginge schon. Will ich aber noch eigentlich noch versuchen, noch ein bisschen zu lassen. Eher noch nicht. Also es muss sein. Ich finde es ein bisschen krass, weil jetzt greifen wir gerade auf relativ viele Pflanzen zurück, die halt jetzt nicht zum ersten Moment mit dieser Welt zu tun haben, ne? Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich mag das ganz gerne, diese Pflanzen auch zu benutzen, die man in der Welt bekommt. Aber gut. Lassen wir es erstmal so oder sollen wir schon andere Pflanzen nutzen? Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Ah, hier mal die Stupspflanze aktivieren. Damit die da mal hier ihre Arbeit macht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Magnete habe ich jetzt gar nicht dabei, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist eigentlich schlecht. Gucken, dass wir die dann gleich ausschalten, sobald es geht. Aber wir bekommen jetzt dann gleich einen Dünger. Das wiederum ist ziemlich gut. Jetzt, wenn der da bald kaputt geht, dann können wir eigentlich zurückspulen. Da haben wir. Okay, wunderbar. Dann spule ich nämlich jetzt mal zurück. Damit ich hier neue Schadenspflanzen aufs Feld bekomme. Damit das hier alles ein bisschen fetziger geht. Einbuttern könnte ich die zur Not auch. Oder warten wir noch ein bisschen mit einbuttern? Hier, da. Schaden, 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 Schaden. Kann ich die auch einfrieren? Wenn sie zu weit vorkommen, butter ich sie ein. Aber noch sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir das eigentlich recht schön schaffen können. Also wenn der da halt bald mal down gehen würde, bitte. Komm, wir buttern mal ein. Bisschen mehr Zeit. Ah, geht natürlich nicht. Die konnten wir nicht einbuttern, verdammt. Sollen wir dann die jetzt zurückschicken? Ja, jetzt müssen wir die fast zurückschicken, aber dann verlieren wir jetzt diesen einen Dünger hier. Das ist gemein. Oh, ich konnte den einfrieren immerhin, aber es bringt mir gerade nicht so viel. Jetzt haben wir den Dünger und jetzt schicken wir zurück. So. Müssen zurückschicken. Ich musste die jetzt irgendwie aufhalten, weil die haben mir schon wieder viel zu viele Pflanzen entfernt. Das ist so schlecht. Ich glaube halt auch nicht, dass der jetzt hier besonders viel bringt. Vor allem, die haben den ganz weggeknabbert, oder? Komm, 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 komm. Bremsen, bremsen, bremsen jetzt. Erstmal hier bremsen. Geht ja mal gar nicht, was die hier für Trouble schlagen. Wahnsinn. Greifst du den noch nicht an? Ist der da noch nicht weit genug vorne? Wirklich? Ah! Mann, 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 Mann. Und schon wieder Stress gemacht hier auf dem Feld. Merk schon, ich merk schon, ich merk schon, wir sind übelst im Bedrängnis. Wir sind übelst im Bedrängnis. Ah, die machen mir schon wieder alles kaputt. Komm schon, das hier. Komm, Power up, Power up, Power up. Ich muss jetzt hier mal Power up nutzen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja schier unglaublich. Die für einen Schaden raushauen, die Zombies. Das ist übel. Hör doch mal auf hier. Hör doch mal auf. Komm, wir schicken ihn zurück, oder? Schicken wir zurück? Ach komm, einfach nur, weil wir es können, schicken wir es zurück. Pfah. Einfach nur, weil wir es können. Ah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Ich merke schon, wir werden uns da für die nächsten Level gewaltige Taktiken einfallen lassen müssen, damit das hinhaut. Vor allem so viel Schaden, wie diese Zombies machen, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht getraut, hier irgendwie großartig die Zombies
durch den Knoblauch umzulenken. Weil je mehr ich auf einer Lane habe, umso schwieriger wird's. Das ist das andere nämlich wieder. Ja, da sind sie durch, da sind sie durch. Da können wir hier mal noch ein bisschen Schaden machen. Oben sind sie auch gleich durch. Schaut euch das an, wie schnell die hier durch sind. Da ist auch gleich durch. Es ist schon ziemlich krass. Es ist schon ziemlich krass, wie wir die Zombies hier ausschalten sollen. Ich weiß es nicht. Also, holla die Waldfee. Das Spiel zieht gewaltig an mit Schwierigkeitsgrad. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Level so gemacht habt. Würde mich auf alle Fälle interessieren. Also wir haben es geschafft, wenn auch mit Power-Up. Und das ist halt wieder... Mich ärgert das halt, ne? Dass ich da jetzt ein Power-Up dafür benutzt habe. Weil ich will halt diese Level ganz gerne ohne Power-Up schaffen. Oh, wow. Interessant wird es halt werden, können wir diese Zombies, die diese Mikrofone schwingen und diese Pflanzen dann sofort wegmachen, können wir die irgendwie beschädigen? Können wir da irgendwas dagegen machen? Dass die uns nicht so viel Schaden machen, dass wir die irgendwie ausschalten? Ich meine, wir können sie wegbomben. Aber ob das Sinn der Sache ist, weiß ich halt auch nicht, ne? Sie wegbomben? Keine Ahnung. Mal gucken, was haben wir denn hier für Pflanzen? Die könnten für die Dingens ganz cool werden. Für die Endloszonen haben wir ein paar coole Pflanzen drin. So, ich verabschiede mich aber für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir machen übermorgen weiter mit dem nächsten Level der Seite B. Ich bin sehr gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!